Hallo und willkommen zu Generation Zero. Stop. Du gehst in den falschen Ausgang. Hinten ist die Fahrradstation. Willst du ihn nicht töten? Also ich glaube schon, dass wenn wir den nicht töten, der uns tötet. Ich glaube, der ist etwas groß. Den haben wir letztes Mal auch gekriegt. Ich glaube nicht, dass das der ist vom letzten Mal. Ja, das ist der vom letzten Mal. Ich? Das ist der vom letzten Mal. Echt? Ja. Nein, das ist eindeutig nicht der vom letzten Mal. Matzes, wir hatten letztes Mal ein Level 3, oder? Ja. Guck. Was macht der da? Battlefield spielen. Nein, nicht du, Matzes. Er versucht irgendwie an dem Auto vorbeizulaufen, aber kriegt ja, das wohl anscheinend nicht hin. Dann lass uns jetzt den angreifen, bevor der noch am Auto ist. Du willst ihn echt angreifen? Wir kommen hier nicht weg. Ist das echt dein fucking Ernst? Wir kommen hier sonst nicht weg. Okay, also wie immer Leute, wie ihr seht, wir starten wieder mit voller Action in die neue Folge. Deswegen. Kabumme! Super Idee gewesen, Alea. Ja, du musst schon ausweichen. Ja, ich hänge hier irgendwie fest. Zu doof, um zu treffen. Oh, jetzt erwischt er mich. Komm, schieß. Ja. Aber nicht auf die Kirsche, ja? Also Kirschen sind heilig. Nö. Blasphemie! Tötet ihn. Ups, das war nicht schnell genug. Was war das? Das war eine Rakete. Was für eine Munitionverschwendung. Nee, der hat auf das Auto geschossen. Das Auto neben mir ist explodiert. Aber das, ist das Auto gut, neben das war in ihm auch. Nähe. Ja, ja. Okay. Zu doof, um zu treffen, bin zu doof, um zu treffen. Nein, er hat mich getroffen. Er hat mich auch nochmal getroffen. Die scheiß Schockwellending ist das ja. Ich entsinne mich. Jetzt habe ich mich treffen lassen. Das derzeitige Niveau. Scharmützel. Zu zweit. Er ist zu doof, um zu treffen. Könnte Alea sein. Wo war die Schwachstelle letztes Mal von dem, was? Zwischen den Beinen. Und oben daneben. Am Dach habe ich auch gerade Funken fliegen sehen. Also er ist auf jeden Fall durch die Autoexplosion schon geschädigt. Man kommt nicht an den dran. Ich will Granaten. Die benutze ich eh nie. Eigentlich auch wahr. Für solche Kämpfe habe ich die ja extra noch. Da hast du eigentlich gar nicht mal so unrecht.
Explosivbehälter. Übertragen. Explosivbehälter. Ich bin etwas. So, Rauchgranaten, dann sieht er uns nicht, dann können wir vielleicht zu ihm hin. Lass mich mal die Explosivbehälter auspacken. Restlich Verstärker, wo sind sie da? So, einen noch Platz Granaten zuweisen und dann nehmen wir direkt die 4. Oh, Bewegung deaktiviert, das war zu viel. Das war zu viel! Warte Sekunde, ich muss gerade nochmal welche loswerden. Kann er das eigentlich vorher warnen? Also das ist... Übertragen, so. Sprinten deaktiviert, ich brauche nicht zu sprinten. Sei denn... Hat mich die Wille schon erwischt? Warum schmeißt er das Ding nicht? Weil er das nur hinsetzt. Achso, du kannst ihn nur auf den Boden legen. Okay. Ich habe die noch nie benutzt. Entschuldigung. Aha. Wir machen es ganz einfach. Ich setze hin, du lenkst ihn ab, während ich es hinsetze und du schießt dann drauf, während ich tot bin. Ja, ich hab schon. Einen hat er jetzt schon. Ja, einen von mir. So, die liegen jetzt da. Und sie sind explodiert. Er ist down! Echt? Ja. Jawohl! Ich sag dir, das bringt's. Aber da ist irgendwie noch jemand. Welcher Frechdachs ist denn jetzt hier noch? Oh, noch so ein Fetti. Ah, ne, doch nicht so ein Fetti. Na, aber so ein kleiner Fetti. So ein mittlerer halb. Wie es mich nicht juckt zu sterben. Und ich deswegen vor dem stehen bleib. Der mittlere ist auch down. Aber hier schießt noch einer von hinten auf mich. Zwei. Das war daneben. Ich glaube, ich habe also auch sicher. Ein Hund und ein und der andere große Gegner. Ja, jetzt sind zwei mittlere. Ja, ein Hund und ein Stufe 3. Der Hund ist weg. Nein, nee, das ist noch ein Hund. Einer. Das ist noch ein Hund. Ja, so kann man auch mal. Einer ist down. Und down. Er hat auf mich drauf getreten.
Ist er down? Ja, er ist down. Ja, eine Granate hat ihn auch noch getroffen. Ja, und ich hatte noch ihm so ein Bombending dazwischen die Beine gelegt. Ich glaube, die Bombendings da, die behalte ich jetzt doch mal. Oder? Nee. Die sind einfach zu schwer. Ich hab eben 20 Stück mitgenommen. Ich habe nur noch 5 übrig. Ich habe 20 noch. Der Hammer. Übertragen. So. Ja, looten wir mal. So. Nice. So, nach diesem, ja, doch recht angenehmen Kampf, sage ich jetzt mal Hallo an euch allen da draußen und wir sind wieder dabei, wir sind in Generation Zero, wir nähern uns dem nächsten Spielgebiet, hier liegt eine Eckklappe, eine Kofferraumhaube von irgendeinem Auto. Mit dabei ist wie immer die Alea. Hi. Hallöchen. Und mit dabei ist im Hintergrund im Off der Mattes. Mhm. Genau. Er hat heute keine Lust mitzuspielen. Deswegen ist er heute mal nicht mit dabei hier an der Front. Aber ja, wie man sieht, wir haben auch so einiges zerlegt. Aber ich bin mir sicher, mit Mattes wäre es eine ganze Stufe leichter gewesen. Aber gut. Und schneller. Und schneller und besser. Weil es kann nur einen echten und einzigen wahren Mattes geben. Den Mattisator. Nee, das klang nicht so gut. Ja, das war jetzt. Cool. Der war nicht. Mattisator was. Das war nicht so. Gebe ich zu. Habe ich schon bessere gemacht. Connection-Probleme. Ich habe jedenfalls mein Fahrrad. Ich rolle quasi gerade. Auf und davon. Ah ne, jetzt ist er stehen geblieben. Schon wieder stehen geblieben. Offensichtlich geht es hier bergauf. Alia, was machst du noch? Ich packe den Loot weg. Ja, so viel Loot war das nicht. Damit ich wieder meine 11 Kilo habe. Das wäre ein Traum, wenn das die Realität wäre, ne? Ja. Und auch nicht... Nein, es wäre kein Traum, weil es nicht gut wäre. Nicht gut? Nicht gesund? Ja, und auch nicht gut. Also kann man mal die Umgebung auch ein bisschen mehr beugen. Ich komm doch schon. Da ist gerade ein Blatt vorbeigeflogen. Also haben schon viel Wert auf Details gelegt. Aber auch bei uns im Team reißt sozusagen Generation Zero die Meinungen auseinander, weil Mattes ist also aufgrund der vielen, vielen kleinen Bugs dann doch sehr genervt von dem Spiel, darf man ruhig sagen. Darf ich das so sagen? Ist er. Sagen, was du willst. Ja, ob es wahr ist, ist die Frage, ne? Trifft das so auf den berühmten Alle Nagel auf den Kopf? Das Spiel. Ja, okay. Und während ich so eigentlich ziemlich begeistert bin, weil ich die Grafik ziemlich geil finde und auch die Action ziemlich geil finde und die Bugs, die ja nun mal da sind, mich gar nicht so sehr stören. Und Alea, was ist deine Meinung? Ja, ich bin auch deiner Meinung. Okay. Also von daher... Wieso fährst du außenrum? Wieso außenrum? Ich fahre die Straße nach, weil man da am schnellsten fahren kann. Und lass mein Fahrrad hier gegen die Wand laufen. Außerdem lohnt es sich ja manchmal auch mal rechts und links neben der Straße zu gucken. Anhänger ist leer. Ja, LKW ist auch leer.
wieder einen schönen Stunt gemacht. Ich wäre fast auf dem Dach gelandet vom LKW. Wo bist du? Durch den Wald. Wieso bist du durch den Wald? Weil es schneller geht. Ja, aber hier ist Loot. Und Loot tut bekanntlich gut. Ah, hier ist was drin. Der X-Schalldämpfer. Adrenalin. Ja, aber auch Adrenalin habe ich gerade gekriegt. Geh weg. Ja, wenn du mich rauslassen würdest, wäre ich auf Seite. Wo ist bitte Adrenalin? In der hinteren Kiste war bei mir Adrenalin drin. Ah, da ist noch eine Kiste. Denk ich doch. Let's sail away to the moon. Let's sail away without any ausruhen. Achso, das ist deins. Aua. Papa! Was machst du? Du hängst in dem hinteren Reifen gerade drin. Weißt du gut, wie komisch das aussieht? Ja, ich sehe es doch selber. Okay, dann ist gut. Ich hasse diese Steuerung. Und da geht irgendwie eine Straße links hoch. Wart doch auf mich! Mann, diese Steuerung geht einfach viel zu schwerfällig. Also hier vor uns ist irgendwie ein Lager wieder. Kurz ein Gegner angezeigt, jetzt wieder weg. Jetzt wird er mir angezeigt. Oh, und er hat mich zuerst gesehen. Was ich nicht so witzig finde. Oh ja, wieder Hunde. No. Wo ist er hin? Oh, was bist du denn für einer? Kannst du mal die Waffe wechseln? Oh, da steht ein Jäger drin. A Düsseljet. Ja, hier auf dem Turm ist auch Loot. Oh, ein Revolver. Oh, ein Stirntuch habe ich gefunden. Das ist also ja schon fast Pflichtprogramm, würde ich sagen, so ein Stirntuch. Wenn man in den 80ern spielt. Da lief ja jeder mit Stirntüchern rum. Nicht. Nee. Nicht. Oh, hast du die anderen zwei erledigt oder lagen die hier schon tot? Die lagen hier schon. Ah, schade, ich dachte, ich könnte jetzt mal 5 Sekunden stolz auf dich sein. Nur 5? Ja, höchstens. Mehr geht nicht. Ich hab den anderen zerfetzt. Also, aber ich schon gesehen, dass. Leiche davon übrig. Dass ich links daneben stand mit der Pampe, ne? Ich hatte selber eine. War offensichtlich ein größerer Kampf dabei. Hier liegen eine Menge Hunde in der Gegend rum. Verschiedenster Bauart. Aber den roten habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Tote Soldaten. Also wer gewonnen hat, ist offensichtlich, sagen wir mal so. Ja, es ist ja noch welche von den Robis über gewesen. Eben. Oh, hier ist eine Flinte. Sei denn, die war nur Verstärkung. Ja, ich weiß es nicht. Also, ich bin mal gespannt, was uns hier in diesem Hangar erwartet. Da kann man ja anscheinend, sieht zumindest von außen so aus, dass man noch was tiefer reingehen kann.
Warte doch. Ja, ich bin ja noch nicht rein. Ich bin ja noch an Looten. Ja, wir nehmen ja noch eine Folge auf, dann können wir essen. Du hast gesagt jederzeit, das war falsch. Was? Es war falsch zu sagen jederzeit. Eine Folge ist jetzt nur noch 5 Minuten. Vielleicht 10, weil es gerade spannend ist. Was man nicht alles während Aufnahmen diskutieren muss. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, noch eine Fahrradstation? Ich spieße mich auf. So ist das richtig. Oh, das scheint ein kompletter Bunker hier zu sein. Verpasst was, Mattes? Nö, nö. Scheint, ob es so ist. Oh, da ist eine Lagerkiste, das heißt, es ist ein Speicherpunkt. Das trifft sich gut. Kann ich die 44er Magnus mal loswerden? Passt ja ganz gut in so ein schwedisches Spiel, ne? Dass das eine 44er Magnus ist. Wegen Magnus? Ja, wegen Magnus, genau. Ja, es ist eindeutig ein Bunker. Und wenn, wahrscheinlich nur ein kleiner. Ich gehe duschen. Komm. Nee, es ist nur ein kleiner Bunker. Sammelgegenstand! Ja, Kassette! Mit Mucke. Es ist leider nur ein kleiner. Aber immerhin, mit einem Düsenjet in der Ecke. Kann man mal machen. Ja. Ich krieche in den Düsenantrieb. Ich krieche in den Düsenantrieb. So. Ja, dann würde ich sagen, enden wir hier die Folge und locken uns nochmal kurz aus und machen gleich weiter. Wenn wir uns auslocken, ah nee, das ist ja ein Speicherpunkt. Es ist ja ein Speicherpunkt, deswegen können wir uns ohne Probleme ausloggen. Gut, dann bis gleich zur nächsten Folge morgen. Quatsch, was sage ich da? Tschüss. Ciao.